Hallihallo, liebe Leute im Livestream und hallihallo, liebe Leute, die sich das nachträglich ansehen werden. Willkommen zu einer weiteren Stream-Session von Breath of Fire 4, wo wir unser Abenteuer logischerweise fortsetzen werden. Ja, für diejenigen, die beim letzten Stream vielleicht nicht dabei waren oder es halt jetzt nur beiläufig verfolgt haben, was beim letzten Mal passiert ist, wir haben beim letzten Mal wirklich vieles erlebt. Zum einen... Ich muss gerade überlegen, womit fing es nochmal an? Ist schon eine Weile her. Zuerst haben wir ja sozusagen ja, uns auf die Reise weiter begeben, sind in ein Dorf angekommen. Dort wurde allerdings Cray gefangen genommen. Dann mussten wir uns auf die Suche begeben, um entsprechend... Ich weiß nicht mal, ob es das Königsschwert, doch, ich glaube, es hieß Königsschwert, was zerbrochen war, mussten wir dann entsprechend versuchen, nachfertigen zu lassen. Dabei sind wir auch auf das Heimatdorf der Woren getroffen, also die Rasse, in der Cray angehört, haben damit die Möglichkeit gefunden, durch die Goldene Ebene zu reisen, wo wir entsprechend mehr Hinweise darauf bekamen, wo es dann, wo wir dann sozusagen auch zum Berg Glom geschickt wurden. Wo wir sozusagen dann den Schmied gefunden haben. Dieser hat uns allerdings gesagt, wir müssen noch ein paar Materialien finden, damit er dieses Schwert schmieden kann. Was wir dann natürlich logischerweise auch taten. Allerdings, als wir dann das angefertigte Schwert wieder zurückbringen wollten, beziehungsweise herbringen wollten, wurde leider erkannt, dass es eine Fälschung ist. Und das Ganze lief dann doch anders aus als gedacht, aber wir konnten letzten Endes Cray dann trotzdem noch retten. Dann begaben wir uns in eine Ruine rein und marschierten dort weiter, wo wir dann über den Sumpf gingen, erreichten danach auch Windia, die Heimatstadt von Nina, logischerweise, wo wir dann auch neue Infos erhielten und dann sozusagen auch im Laufe der Reise dann herausfanden, dass, ja, jetzt muss ich in dem Fall mal sagen, ich habe den Hundemenschencharakter entsprechend falsch ausgesprochen. Wusste ich aber auch nicht besser. und zwar habe ich immer Skias gesagt in meinem Stream. Ich habe allerdings mal ein paar japanische Videos angeschaut und dort wird er als Aussprache Sayas beschrieben. Und so werde ich ihn jetzt auch ja, in zukünftigen Verlauf der Streams auch so nennen. Deswegen, falls ihr jetzt an Skias gewohnt seid, sorry, aber jetzt werde ich ihn Sayas nennen. Ja, auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass Sayas uns verraten hatte, für Geld. Letzten Endes sich dann aber herausfand, fand sich heraus, dass er dann trotzdem doch auf unsere Seite wollte. Er hat sich somit mit dem Geld, was er dafür bekam, nicht zufrieden gegeben und ja, trat uns dann bei, um jetzt unsere weitere Reise fortzusetzen. Wo wir dann sogar im Laufe unserer Reise dann einen riesigen Drachen getroffen haben. Den Namen habe ich leider gerade nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall einen riesigen Drachen, der uns die Info gab, dass wir alle anderen Sachen, alle anderen Drachen an einem bestimmten Platz vortreffen sollen. Die wir in so einer Art Ruine dann auch trafen. Allerdings müssen wir sie jetzt alle persönlich treffen. Was wahrscheinlich kein leichtes Unterfangen wird. Und wie der Rabe schon sagte, wird das wohl nirgendwo hingewiesen. Weshalb wir wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit dann auch... Oh, hallo Flash OOXX. Ich sag einfach Flash. Sei erstmal gegrüßt. Willkommen im Stream. Ich hoffe, du wirst Spaß hier haben. So, jetzt mache ich aber erstmal weiter mit der Zusammenfassung noch. Ja, auf jeden Fall müssen wir diese Drachen mit Rio und Co. finden. Allerdings gibt es noch ein anderes Problem. Nämlich in der Stadt, wo Erschin und die alte Dame sich befinden, ja, wird gerade erstmal frisch angegriffen. Wir sind sozusagen unter Angriff von, ja, den Soldaten des Imperiums. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir hier mit Erschin noch wegkommen, bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben, die Drachen finden zu können. Da wollen wir nochmal gucken, was hier draußen vor sich geht. Ich grüße dich auch. Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut.
Und ich hoffe, du hast es auch einen wunderschönen Morgen soweit. Oh, Soldaten schon hier. Hey, ihr da! Ach ja, ich habe vergessen, Erschin wurde übrigens entsiegelt. Sprich, wir haben Erschins wahre Gestalt getroffen, indem wir halt die alte Dame, die uns hier half, getroffen haben, die das bewirkte. Sozusagen ist Erschin... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Erschin ist zwar Erschin, aber im Inneren ist halt eine versiegelte Person gewesen. Ist halt auch immer noch, aber wir haben sie halt mal befreit, um sie mal auszuhören, was überhaupt passiert ist. Noch ein kleiner Fun Fact, im Japanischen heißt Erschin einfach Master. Hä? Es hat den Anschein, dass wir entdeckt wurden. Sorgt euch nicht um mich. Ihr müsst von ihr verschwinden. Lauft! Was ich tun würde? Hä? Von was redest du da? Wer zum Henker bist du überhaupt? Ich bin nur ein einfacher Roboter. Seitdem Erschin nicht mehr hier drin ist, bin ich selbst ratlos. Ich bin unsicher darüber, was ich tun soll. Wie? Stimmt, sie sind ja voneinander jetzt komplett getrennt. Wen interessiert das? Schnappt ihn! Oh je. Jetzt darf Erschin alleine gegen die beiden antreten. Okay, dann wollen wir doch mal. Ikemashu! Feuer! Ja, feuerfrei. Der hat keine Chance. Ja, pieks uns nur. Ich hab Risikoschuss. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Jo, beide weg. Keiner steht Erschin gegenüber, ohne bestraft zu werden. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, hallo Großmütterchen. Verzeih mir, wenn ich nicht gewesen wäre. Oh. Ich empfehle euch, sich an mir festzuhalten. Ich werde euch helfen zu fliehen. Oh nein, der Yu-Gi-Oh-Spieler ist wieder da. Das gibt's doch nicht. Ist das nicht die gleiche Person, die mit den Drachen unterwegs war? Ich wusste, dass er hier war. Ihr alle, der Rüstung nach! Oh nein! Oh, wir sind umzingelt! Genau das noch. Die Gefahr droht, aber kein Problem für Erschin, denn wir haben die Macht der Fäuste auf unserer Seite. Oder die Macht der einen Faust, die leider daneben geht. Scheiße. Ich habe mich zu sehr darauf verlassen. Wollte gerade sagen, vielleicht habe ich das Glück, dass sie auch daneben treffen. Nee, leider nicht. Mach ich doch lieber Wildschuss. Ich versuche mal mit dem Wildschuss gegen die. Ja, das geht auch. Das reicht auch schon. Okay, mit deinem Glückstreffer ist er doch schon ziemlich gut dabei. Dann soll ich mich erstmal um den Bogenschützen kümmern. Nimm das! Feuer! Gegen den reicht das nicht. Also bei dem wäre vielleicht Risikoschuss besser gewesen. Trotzdem, der ist ein bisschen lästiger. Was ein Glückstreffer so oft trifft. Ich versuch's nochmal. Wieder mit dem Bogenschützen. Okay, Erschin, halte durch. Das müssen wir überstehen. Dann kümmere ich mich lieber doch erst um ihn hier. Ach Mann, warum werde ich jetzt schwächer? Ist das normal? Ich brauche eine Heilkraut, definitiv. Weil ein bisschen merkwürdig ist das schon, dass Erschin jetzt einfach mal schwächer wird. Vorher noch richtig gut reingehauen, jetzt ja, geht bald gar nichts mehr. Na komm, jetzt aber. Weg mit ihm! Warum reicht das jetzt nicht? Ich
Ich brauche noch mein Heilkraut. Erschin, es tut mir leid. Ich habe eigentlich gedacht, das kriegen wir locker hin. Aber scheinbar ist das nicht der Fall diesmal. Egal, ich habe zum Glück noch ein paar. Von daher sterben werden wir hier nicht. Irgendwie muss ich ja ehrlich gerade sagen, dadurch, dass das Großmütterchen da jetzt in der Erschin drin ist, müsste sie wahrscheinlich den meisten Schaden abbekommen. Aber der juckt das gerade gar nicht. So, der ist weg. Jetzt bleibt nur noch der Bogenschütze. Weißt du, was du kannst, kann ich auch. Ich habe Risikoschuss. Ikebashio! Feuer! Ach, Mist. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Und er trifft 100.000 Mal mit seinem Glückstreffer. Komm, Erschin, jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. Yes! Bevor ihr fragt, warum alle guten Dinge sind drei, weil es der dritte Angriff auf ihn war. Deswegen. So, noch mehr? Nun, du hast meine Truppen in der Tat viel Schaden zugefügt, nicht wahr? Erstmal in Dunkelheit verhüllen. Ja, schien nichts sehen. Jedoch. Ich würde bereit sein, dir zu vergeben und zu vergessen. Sofern du mir sagst, wo ich deinen Freund, den Drachen, finden kann. Erschien, nicht verraten. Es wäre vernünftig, euch diese Information nicht zu sagen. Das ist, was Erschien sagt. Es spielt wirklich keine Rolle. Deine Freunde können nicht weit gekommen sein. Sie verstecken sich vermutlich irgendwo hier draußen. Woher willst du das wissen? Ich könnte dich als Geisel nehmen und dich dazu benutzen, um sie aus der Reserve zu locken. Oh, da legst du dich aber mit dem Falschen an? Aber mir gefällt es nicht, wie du aussiehst. Wie ein Mülleimer. Du würdest keine sehr gute Geisel abgeben. Au! Der hat gesessen. Und nachdem ich den Drachen selbst finden kann, werden wir dich sowieso nicht mehr brauchen, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Was war's mit Erschin? Dann würde ich sagen, eilen wir mal zur Rettung. Gibt's noch was anderes, was ich noch machen kann? Nee. Gut, dann gehen wir mal nach Check. Ziemlich leer. Es ist ruhig. Zu ruhig. Und Erschin ist ein ziemliches Wrack geworden. Erschin! Es war die kaiserliche Streitmacht. Sie kam in das Dorf. Was, ihr meint? Was ist mit den Leuten im Dorf geschehen? Ich konnte sie dazu bewegen, sich zu verstecken, bevor die Soldaten kamen. Aber Erschin, sie ist zurückgeblieben, um mich zu beschützen. Sie hat beinahe all ihre Kraftreserven aufgebraucht. Was hat sie davon, wenn sie sich so aufspielen muss? Gibt es denn nichts, das wir tun können, um ihr zu helfen? Also, wenn ich wieder in sie hineinginge, dann würde es ihr genug Energie geben, um sich wieder zu bewegen zu können. Aber nie im Leben kriegt ihr mich da wieder rein. Ich hatte genug davon, in dieser Blechdose gefangen zu sein. Bedeutet das, dass Erschin sterben wird? Sterben? Wie kann sie sterben? Sie ist nur ein Stück Rüstung. Sie war von Anfang an nicht einmal lebendig. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du nur so kalt sein? Erschin! Erschin hat recht. Ich
Ich bin bloß eine Rüstung. Ich erhielt meine Kraft von Erschin. Ich bin froh. Ich hatte die Chance, das Leben zu erfahren. Na, danke, Erschin. War das ein angemessener Zeitpunkt, um zu lachen? Ja. Leb wohl, Erschin, du warst ein hilfreicher Kämpfer. Beziehungsweise eine hilfreiche Kämpferin. Und ich werde deinen Ikemashio Feuer sehr vermissen. Nun, wenn die Armee hier nach uns gesucht hat, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, wenn wir selbst von hier verschwinden. Und dennoch mache ich mir Sorgen um die Dorfbewohner. Du meinst, du denkst, dass die Armee ihnen etwas antun könnte? Wir sollten wahrscheinlich am Morgen nach ihnen sehen. Es kann nicht schaden und danach können wir gehen. Gut. Aufgetankt, aufgefrischt. Gibt's hier vielleicht noch irgendetwas zu mitnehmen? Was Brauchbares? Nee, sieht nicht so aus, als wenn hier noch irgendetwas drin ist. Schade. Schade nur um Erschin. Ich frage mich, was mit Erschin jetzt geschehen wird. Wird die auf einen Schrotthaufen geworfen? Guten Morgen. Alle sollten im verlassenen Dorf in den Bergen im Norden sein. Der Heeresführer sagte, dass sie insbesondere nach dem Yorai-Drachen gesucht haben. Selbst wenn es bedeutet, die Dorfbewohner zurücklassen zu müssen, solltet ihr euch vergewissern, dass sie euch nicht fangen. Denkt einfach daran, vorsichtig zu sein. Ryo mag ein Drache sein, aber er ist nicht vollständig. Ihr könnt nicht auf seine Macht vertrauen, dass er euch rettet. Verstanden? Naja, noch nicht. Aber mit der Zeit werden wir wahrscheinlich stark genug sein. Hoffen wir es einfach mal. Na, was ist mit dir? Viel Glück. Ich werde hier bleiben und auf eure Rückkehr warten. Das ist sehr nett. Gut, gibt es noch eine Möglichkeit, irgendwie jetzt noch zu speichern? Na gut, auf der Weltkarte. Ja, zumindest muss man sagen, Erschin hat tapfer gekämpft. So viel muss man ihr lassen. Sie hat ihr Bestes gegeben. Ist jetzt nur schade, irgendwie ohne Erschin. Aber dann... Oh, falscher Weg. Gehen wir mal hier nach Fragezeichen. Aber vorher noch... Oh, nee, Viereck. Noch einmal speichern. Auch wenn mir Erschins Verlust schon wehtut. Aber ist ja leider nicht zu vermeiden. Aber das wird er noch bereuen, dass er Erschin auf einen auf ein Gewissen hat. Wir werden uns definitiv dafür rechnen. Diese Raupen machen mir Angst. Die haben bestimmt Hunger, oder? Und die können wahrscheinlich auch noch vergiften, wenn die schon Chlorangriffe haben. Also zumindest dieses Zombie-Vieh. Gut, Sayas macht auf jeden Fall auch guten Schaden. Ich glaube, ich sollte ihn gleich mal nach vorne setzen, wenn das irgendwie möglich ist. Sprich, einfach mit Nina tauschen. Und das war alles. So. Du bist der Letzte. Nimm das. Ach nö, warum darfst du zuerst angreifen? Davon war nicht die Rede. Was hast du davon? Oh ja, ich krieg wieder einen neuen Angelköder. So, dann tausche ich erstmal kurz die Party. Im Kampf. So. Ja. Also merke ich mir mal, die dritte Position ist immer hinten. Okay, so können wir es erstmal belassen. Und gucken mal, wie viel Schaden
Sayas dann im Kampf jetzt macht. Ich hasse Gewegabelung. Ich will auf jeden Fall die Schätze, die hier rumlungern, nicht verpassen, wenn es gute sind. Ach, nur zwei Würmer. Ist ja herzallerliebst. Luftangriff. Okay, ich wollte gerade sagen, soll das jetzt bedrohlich sein von so einer Raupe? Sayas macht aber nicht wirklich viel mehr Schaden. Schade. Habe ich jetzt eigentlich... Moment. Die Viecher haben noch so wenig HP, da kann Nina ruhig angreifen. So, schnapp sie dir. So, geht doch. Und nochmal. Hat diese Raupe so viel Gewicht? Okay, ich würde mal sagen, ich sollte mal mit Nina heilen. Das war schon enorm. 300 Schaden? Spezial. Gut. Nur hier ist gar nichts. Nicht mal was Verstecktes, auch Mensch. Ich wurde reingelegt. Vom Spiel selbst. Das kenne ich ja schon zu Genüge. Na, ihr drei schon wieder? Ich würde mal sagen... Ich versuche es mal damit. Was kann ich sonst noch einsetzen? Frost ist nur gegen 1. Eisstoß geht auch nur gegen 1. Aber ich kann mal Glatzklinge versuchen. Das zieht aber 10 FP ab. Das ist zu viel. Nee, greif nochmal an, Sayas. Nina, hast du noch was Brauchbares? Zyklon. Ja, machen wir mal. Schon wieder? Der Schaden ist echt enorm. Jetzt bin ich wirklich mal auf den Regenschauer gespannt. Wie viel Schaden der jetzt macht. Na gut, die Sequenz überspringen wir, die kennen wir schon. Pustet leider nicht alle weg, schade. Ach ja, jetzt kann ich sie erstmal nicht einsetzen, ne? Hm, egal. Da war ja was. Das war vielleicht doch ein bisschen dumm, schon eingesetzt zu haben. Aber ich denke mal, sobald ich das Dorf erreicht habe, ist das erstmal nicht so schlimm. Doch, hier wollte ich erstmal gucken. Ah ja. Ein Seelenjuwel.